Für Viktoria Köln gab es in den ersten 5 Saisonspielen nicht viel zu holen. Doch für das Heimspiel gegen die Bundesliga-Reserve des SC Freiburg haben sich die Höhenberger eine Menge vorgenommen. Was das ist, weiß Mittelfeldmann Kai Kleefisch. Ja, wir wollen natürlich an die Leistung vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Mannheim und auch, ich denke auch, in dem Spiel gegen 1860 daran anknüpfen. Ich glaube, das war auch nicht schlecht, obwohl 3-0 sieht natürlich am Ende ein bisschen hoch aus, aber vom Spielverlauf, glaube ich, kann man sagen, dass wir da auch ganz gut gegengehalten haben und trotz der roten Karte auch nicht losgelassen haben. Jetzt geht es natürlich nur, vorne auch mal die Dinger zu machen und natürlich hinten auch wieder sicher zu stehen. 12 Gegentore ist ein bisschen zu viel jetzt zu dem Standpunkt der Saison und deswegen müssen wir uns vor allem auf die Defensive konzentrieren, dass da weniger Tore fallen gegen uns. Aber uns auch auf die Offensive konzentrieren, dass wir da vorne mal die Dinger machen. Ich glaube, wenn wir das gut zusammenkriegen, dann werden wir da auch mal mit 3 Punkten rausgehen. Die Gäste aus Freiburg konnten unter der Woche mit 1-0 gegen die Würzburger Kickers gewinnen. Wie stark schätzt Kleefisch die Breisgauer ein? Ja, auf jeden Fall eine junge Mannschaft, eine junge, hungrige Mannschaft, die natürlich ihre Stärken auch in der Offensive hat. Schnelle Spieler vorne. Ich glaube, das wird ein ganz gutes Spiel. Aber wo wir auch zeigen können, hier zu Hause, wer der Herr im Haus ist und dass wir mal die 3 Punkte hier lassen. Ein Heimsieg zum Abschluss der englischen Woche wäre für die Kölner wichtig. Und dann gilt es, die geballte Kraft zu sammeln und gegen Freiburg dann alles rauszuhauen. Ob Sieg oder Niederlage, Samstag nach der Begegnung sind alle schlauer. Alles im Griff.